Ich möchte Ihnen von Anfang an sagen, dass ich von Beruf nicht Pädagogen bin und Ihnen also hier etwas sagen werde, über etwas sprechen werde, wovon ich im Sinne der Experten gar nichts verstehe. Denn was mich an der Frage der Erziehung interessiert, ist die Tatsache, dass sie wenigstens in Amerika zu einem politischen Problem ersten Ranges geworden ist, über das nahezu täglich in den Tageszeitungen referiert wird. Ich werde also zu Ihnen auch noch von einem Erfahrungshintergrund her sprechen, der Ihnen sicher in vielem fremd ist und auf dessen Einzelheiten ich hier auch nicht eingehen will. Ich will mich darauf verlassen, dass Ihnen eines an all dem sicher nicht fremd ist. Und das ist die Tatsache der Krise selbst. Denn die Krise in der Erziehung, die wir in der Tat am besten in Amerika beobachten können, ist ja nur ein besonderer Aspekt der allgemeinen Krise, in welche die moderne Welt überall und auf nahezu allen Lebensgebieten geraten ist. Wobei es eigentlich selbstverständlich ist, dass diese Krise sich in jedem Lande anders zeigt, andere Bereiche ergreift, andere Formen annimmt. Immer liegt es nahe zu meinen, man habe es mit einem historisch und national begrenzten, spezifischen Problem zu tun, das nur die Betroffenen angeht. Gerade diese Meinung hat sich in unserer Zeit immer als Irrtum herausgestellt. Allgemein scheint zu gelten, dass was in einem Lande in unserem Jahrhundert möglich und wirklich ist, in nahezu jedem anderen in absehbarer Zeit zumindest auch möglich werden kann. Nun, abgesehen von diesen handgreiflichen Gründen, die es für moderne Menschen geraten erscheinen lassen, das, denn Gott sei Dank, wir sind nicht so, auf ein Minimum zu beschränken, gibt es noch einen weniger handgreiflichen, aber nicht weniger schwerwiegenden Grund, sich mit einer Krisensituation zu beschäftigen, die nicht unbedingt die eigene ist. Und das ist die Chance, gerade aufgrund der Krise, welche die Fassaden wegreißt und die Vorurteile vernichtet, dem nachzufragen und nachzudenken, was sich in ihr von dem Wesen der Sache selbst offenbart. Der Verlust von Vorurteilen heißt ja nur, dass wir die Antworten verloren haben, mit denen wir uns gewöhnlich behelfen, ohne auch nur zu wissen, dass sie ursprünglich Antworten auf Fragen waren. Eine Krise drängt uns auf die Fragen zurück und verlangt von uns neue oder alte Antworten, auf jeden Fall aber unmittelbare Urteile. Eine Krise wird zu einem Unheil, wenn wir auf sie mit dem schon Geurteilten, also mit Vorurteilen, antworten. Ein solches Verhalten verschärft nicht nur die Krise. Sie bringt uns auch um die Erfahrungen des Wirklichen und um die Chance der Besinnung, die gerade durch Krisen gegeben sind. So sehr sich in einer Krise nun etwas Allgemeines zeigt, so wenig kann man das Allgemeine je ganz und gar aus den konkreten und spezifischen Umständen lösen, unter denen es zum Vorschein kommt. Mag die Krise in der Erziehung auch alle Welt betreffen, so bleibt doch für sie charakteristisch, dass wir ihre extremste Form gerade in Amerika finden, schon darum, weil vielleicht nur in Amerika eine Erziehungskrise zu einer wirklich politischen Tatsache werden konnte. Erziehung nämlich spielt in Amerika eine andere und gerade politisch ungleich wichtigere Rolle als in anderen Ländern. Technisch lässt sich diese Tatsache natürlich leicht daraus erklären, dass Amerika immer ein Einwanderungsland gewesen ist. Es ist offensichtlich, dass die ungeheuer schwierige, nie ganz und doch immer über erwarten glückende Einschmelzung fremdester Volksteile nur über die Schulen die Erziehung und Amerikanisierung der Kinder der Einwanderer vonstatten gehen kann.
Da für diese Kinder das Englische zumeist nicht Muttersprache, sondern Schulsprache ist, muss die Schule hier offenbar Funktionen übernehmen, die in einem Nationalstaat selbstverständlich Aufgabe des Elternhauses sind. Viel entscheidender aber für unsere Überlegungen ist die Rolle, welche die ständige Einwanderung selbst im politischen Bewusstsein und in der Verfassung des Landes spielt. Denn Amerika ist nicht einfach ein Kolonialland, das Einwanderer braucht, um der Besiedlung des Landes willen, dessen politische Struktur aber hiervon unabhängig ist. Für Amerika ist immer das konstitutiv gewesen, was heute noch auf jedem Dollarschein steht, nämlich der Novus Ordo Seclorum, die Neuordnung der Welt. Die Einwanderer, die Neuankömmlinge, verbürgen dem Lande, dass es selbst eine Neuordnung darstellt. Der Sinn der Neuordnung, der Gründung einer neuen Welt gegen die alte, war und ist die Abschaffung von Armut und Knechtschaft. Wobei aber das Großartige darin besteht, dass ursprünglich dies Neue sich nicht, wie es sonst bei der Verwirklichung politischer Utopien der Fall zu sein pflegt, gegen die Außenwelt abschließt, um ihr ein in sich vollendetes Modell entgegenzustellen und auch nicht dazu dienen soll, imperiale Herrschaftsansprüche geltend zu machen oder den anderen als Evangelium gepredigt zu werden. Die Beziehung zur Außenwelt stellte sich von Anfang an vielmehr dadurch her, dass die Republik, welche Armut und Knechtschaft abschaffen wollte, alle Armen und Geknechteten der Erde willkommen hieß. In den Worten von John Adams aus dem Jahre 1765, also vor der Revolution und vor der Unabhängigkeitserklärung, ich zitiere es Ihnen auf Englisch und ich hoffe, Sie verstehen es, es ist ganz einfach. I always consider the settlement of America is the opening of a grand scheme and design in Providence for the illumination and emancipation of the slavish part of mankind all over the earth. Dies ist der Grundwille oder das Grundgesetz, nach dem Amerika seine geschichtliche und politische Existenz angetreten hat. Der außerordentliche Enthusiasmus für das Neue, der nahezu allen Aspekten des amerikanischen Alltags lebendig ist, hätte es vermutlich auf jeden Fall mit sich gebracht, dass man den durch Geburt Neuankömmlingen, also den Kindern und jungen Menschen, welche die Griechen ja auch schlechtweg die Neoi nannten, die Neuen, eine größere Aufmerksamkeit zuwandte und eine größere Bedeutung zuschrieb als anderswo. Hinzu kommt aber noch, und dies ist für die Bedeutung gerade der Erziehung entscheidend geworden, dass dies Pathos des Neuen, wenn es auch älter ist als das 18. Jahrhundert, sich doch begrifflich und politisch erst in diesem entwickelt hat. Dadurch setzte sich von vornherein ein rousseauisch gefärbtes und von Rousseau auch direkt beeinflusstes Erziehungsideal durch, indem Erziehung ein Mittel der Politik wurde und die politische Tätigkeit selbst als eine Form von Erziehung verstanden wurde. Die Rolle, die Erziehung in allen politischen Utopien nun seit dem Altertum spielt, zeigt, wie nahe es liegt, die Erneuerung einer Welt mit den von Geburt und Natur Neuen beginnen zu lassen. Was die Politik anlangt, so liegt hier natürlich ein schwerer Missgriff vor. Anstatt sich mit seinesgleichen zu einigen, die Anstrengung des Überzeugens auf sich zu nehmen und das Risiko zu laufen, dies nicht leisten zu können, greift man mit der absoluten Überlegenheit des Erwachsenen ein und versucht, das Neue dadurch zustande zu bringen, dass man ein fait accompli schafft. Also so tut, als sei das Neue bereits da.
Daher ist auch in Europa die Vorstellung, dass man mit den Kindern anfangen müsse, wenn man neue Verhältnisse schaffen wolle, doch vor allem das Monopol von umstürzlerischen und in ihrer Gesinnung tyrannischen Bewegungen geblieben, die dann, wenn sie an die Macht kamen, die Kinder den Eltern wegnahmen und sie einfach indoktrinierten. Sie kennen alle diese Verhältnisse aus der Erinnerung und aus der Erfahrung nur zu gut. In der Politik kann Erziehung keine Rolle spielen, weil wir es im Politischen immer mit bereits Erzogenen zu tun haben. Wer erwachsene Menschen erziehen will, will sie in Wahrheit bevormunden und verhindern, politisch zu handeln. Da man Erwachsene nicht erziehen kann, hat daher das Wort Erziehung einen üblen Klang in der Politik. Man gibt vor zu erziehen, wo man zwingen will und sich scheut, Gewalt zu gebrauchen. Wem es damit ernst ist, durch Erziehung, und das heißt weder mit Gewalt und Zwang noch durch Überredung, eine neue politische Ordnung zu schaffen, der muss die furchtbare platonische Konsequenz ziehen, alle älteren Menschen aus der zu gründenden Stadt zu verweisen. Aber auch die Kinder, die man zu den Bürgern eines utopischen Morgen erziehen will, schließt man in Wahrheit aus der Politik aus. Indem man sie auf etwas Neues vorbereitet, schlägt man den Neuankömmlingen ihre eigene Chance des Neuen gerade aus der Hand. All dies nun ist in Amerika keineswegs der Fall. Und gerade das macht es so schwer, diese Fragen dort richtig zu beurteilen. Die politische Rolle, welche die Erziehung in einem Einwanderungsland faktisch spielt, die Tatsache, dass man durch die Schulen nicht nur die Kinder amerikanisiert, sondern auch auf die Eltern einwirkt, dass man also hier in der Tat aus einer alten Welt löst und eine neue hineinführt, legt die Illusion nahe, man baue durch Erziehung der Kinder eine neue Welt. In Wahrheit verhält es sich natürlich anders. In die Welt, in die auch in Amerika die Kinder hineingeführt werden, ist eine alte, das heißt vorgegebene, von den Lebenden und Toten erstellte Welt, die nur für diejenigen neu ist, die neu in sie hineinkommen, durch Geburt oder durch Einwanderung. Aber die Illusion ist hier stärker als die Realität, weil sie direkt der Grunderfahrung des Amerikanischen entstammt, der Erfahrung, dass man eine neue Welt gründen kann, und zwar in vollem Bewusstsein eines historischen Kontinuums. Denn das Wort neue Welt empfängt seinen Sinn von der alten Welt, die man bei aller sonstigen Bewunderung politisch negiert, weil sie keinen Ausweg gefunden hat, wie ich schon sagte, für Armut und Knechtschaft. Wie verhängnisvoll die Folgen dieser Illusion sein können, hat sich erst kürzlich an den Vorkommnissen in den Südstaaten anlässlich des Negerproblems gezeigt. Ich nehme an, Sie wissen davon. Hier hat die Washington-Regierung eingegriffen in der richtigen Erkenntnis, dass die Zustände dort nicht sowohl unhaltbar als verfassungswidrig sind. Aber wie hat sie eingegriffen? Um eine radikale Änderung zu schaffen, also eine durchaus neue Ordnung der Dinge, hat sie mit den Kindern und den Schulen begonnen, wobei allen Beteiligten wieder bewusst und unbewusst die alte Rousseau'sche Vorstellung vorschwebte, dass man eine neue Welt dadurch begründen könne, dass man sie innerhalb der Welt der Kinder, also in der Schule, gleichsam im Modellmaßstab errichtet und hofft, sie werde sich nun so natürlich und automatisch weiterentwickeln, wie die Kinder heranwachsen. Die Sache klappt natürlich nie, weil ja die Regierung weder die Absicht noch die Mittel hat, die Kinder ihren Eltern wegzunehmen oder irgendjemanden zu terrorisieren oder zu indoktrinieren. Da es ihr misslungen ist, die Erwachsenen zu überzeugen, hat sie, ohne sich natürlich darüber klar zu werden, einfach die Kinder mit einem Problem konfrontiert, das die Erwachsenen zu lösen nicht imstande sind.